Aha, du bist also Butch. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du heulend nach Hause rennen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch spielt Pokémon Karmesin. Und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass ihr auch keine weitere Folge auf diesem Kanal mehr verpasst. Mir wurde gesagt, ich soll doch mal hier eines dieser Raids angucken, die hier so gerade rumstehen. Ich weiß nicht, ob er das auf dem Berg da gemeint hat oder ob er das da hinten gemeint hat. Jetzt bin ich tatsächlich mal einfach etwas neugierig und werde einfach mal da hinten hingucken. Ich komme da jetzt ja hoch. Das ist das Schöne daran, also wenn ich es richtig mache. Wo ist es? Hier ist eins. Okay. Wollen wir uns das doch mal angucken? Was ist denn das für ein... Was ist denn das für ein Raid? Oh! Okay. Kampf. Okay. Okay. Sehr gut. Ein Ditto. Das haben wir tatsächlich noch gar nicht. Soweit ich weiß. Und ja, warum sollten wir uns das nicht holen? Das können wir doch mal gerne machen. Wir nehmen nach vorne Fiaro. Und dann holen wir uns mal schnell dieses Ditto. Warum denn nicht? Vielleicht können wir dann wirklich mal ein bisschen züchten. Pokémon züchten. Irgendwann möchte ich ja vielleicht auch mir ein paar Shinies züchten. Und dafür wird dieses Ditto dann doch sehr hilfreich sein. So, haben wir... Ja, ist ein gutes Team. Guck mal, Drift Zepeli ist dabei. Das ist gut. In wen verwandelt... Ja, natürlich verwandelt es sich in mich. Vielleicht hätten wir das ein bisschen... Obwohl, nee, es bleibt ja bei Kampf, ne? Es bleibt ja beim Kampftypen. Von daher sollte das... Ja, siehste, ist doch gar kein Problem. Da wird noch Birde gemacht. Birde. Ja, ein bisschen, ja. Hat sich schnell auch verbrannt. Das ist gut. Ich selber verbrenne mich dabei aber nicht, ne? Nee. Sehr gut. Dann sollte das ja auch nicht allzu lange dauern hier. Eine Runde noch. So. Ging doch ganz schnell. Warum denn nicht? Mir wurde übrigens auch gesagt, dass andere nicht so lange, nicht ganz so lange Ladezeiten und Stocker haben, so wie ich. Also mich scheint es da wirklich ein bisschen hart erwischt zu haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Aufnahmeprogramm liegt. Daran sollte es eigentlich nicht liegen. Weil die Switch läuft ja auch von alleine. Die läuft jetzt nicht über den Rechner, sondern das ist ja nur der Monitor quasi. Ich weiß nicht, warum es so lange dauert die ganze Zeit. Vielleicht sollte ich mal gucken, dass ich meine Switch irgendwie noch update oder so. Obwohl die eigentlich immer up to date ist. Naja, egal. Wir haben Ditto gefangen. Hey! Cool! Schauen wir uns trotzdem mal kurz. Ja. Prügelt sich gern. Das finde ich gut. Ein aggressiveres Ditto. Finde ich gut. In eine Box. Guck mal, da hinten ist hier noch die Bienenkönigin ist auch noch da. Nehmen wir die auch gleich mit? Haben wir die vielleicht schon? Weiß ich gerade nicht. Ach komm. Mist. Oder kämpfe ich jetzt gegen alle? Nee, nur gegen die. Ja, Turbodreher. Guck mal, ich bin schon wieder hier so weit weg. Die Sicht hier ist schon wieder so dämlich. Bin ich eigentlich der Einzige, der diese Erfahrung hier macht in dem Spiel? Weiß nicht. Was müssen wir eigentlich als nächstes machen? Wir müssen als nächstes... dass man ein anderes Pokémon auswählen. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich hier mit Fruyal gegen ein
Käfer-Pokémon antrete. Das ist ja wirklich ganz großer Quatsch. Dann nehmen wir natürlich Fiaro. Wir müssen zum nächsten Boss. Zum nächsten und letzten Boss. Und danach müssten wir eigentlich stark genug sein, um Pepper auch wieder herauszufordern. Hoffen wir mal. Ja, wir müssen noch mehr in die 50er rein, ne? Ich glaube, wir sind noch nicht genug in den 50ern drin. Vielleicht hat sich das ja bis nach dem nächsten Boss erledigt dann. Obwohl ich da nochmal richtig gespannt bin, wie schwer der tatsächlich wird, ne? Otis war ja jetzt der zweitstärkste Boss. Danach kommt der stärkste Boss. Vielleicht machen wir dann auch erst noch das richtige Ende der ganzen Team Star-Geschichte, sodass wir dann wirklich stark genug sind. So, Hornweisel fangen wir jetzt. Ich hätte es beinahe besiegt. Ne? Ich habe es beinahe vergessen, dass ich das eigentlich fangen wollte. Okay. Ja, wird durch Gift verletzt. Alles gut. Pokéball. Flieg und Sieg. Hep. Sollte funktionieren, ne? Ja, sehr gut. Und das Vatribi guckt fröhlich zu. Das freut sich richtig. So, ab in den Pokédex. Da muss ich eh mal wieder nachgucken in meinen Pokédex. Moment. Nee. Wo war jetzt der Pokédex nochmal? Nein. Hier war der Pokédex, genau. Ah, und da gibt's doch bestimmt wieder ein paar. Aha, siehst du? Nestbälle. Sternstaub. Ah, da brauchen wir noch ein paar. Noch 4 Einträge. Cool. Naja, ein andermal. Da waren so ein Flora. Haben keine Zeit dafür. Wir haben keine Zeit, Pokémon zu fangen. Was war das hier? Achso. Haben wir schon. Glaube ich. Schnell nochmal Pokémon heilen und dann gucken wir jetzt mal, wo wir eigentlich hin müssen. So, komm. Geht schneller. Jo. Einmal hier, einmal hier. So, rausgezoomt. Da müssen wir hin. Waren wir da schon mal in der Nähe? Nee, gar nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist von hier quasi runterspringen. Das wäre am nächsten dran. Wir können jetzt natürlich auch klettern, von daher könnten wir auch von hier, aber ich mag das nicht. Wir waren schon mehrmals hier irgendwie in der Gegend und kamen dann nicht weiter. Nee, diesmal machen wir das einfach so. Wir gehen nach zur Montanata Arena und fliegen von da aus dann einfach dahin. Ich hätte das jetzt mal noch als Wegpunkt markieren müssen. Das dürfen wir nicht vergessen. Komm, dann nehmen wir gleich mal diese erstmal mit. So, da lang müssen wir. Also einfach geradeaus. Wow! Cool. Lassen wir trotzdem links liegen. So, und hepp. Hier gibt es bestimmt auch ganz viel zu erkunden. Im nächsten Leben. Oh, hier geht's weit runter. Oh, guck mal, da ist noch ein Turm. Ah, den Turm gucken wir uns noch an. Da gibt es doch da oben bestimmt wieder so einen Gierspinst-Schatz oder sowas. Ja, guck mal. Man kann es leider nicht so schön steuern. Ah, guck mal, wir landen sogar richtig gut. Perfekt. Oh, so wollten wir das. Sehr gut. Hyperstrahl haben wir gefunden. Oh, kann ich es diesmal sogar fangen? Habe ich das schon mal gefangen? Weiß ich nicht. Warte mal, Gierspinz ist... Ah, ist ja ein Gespenst. Ja, das funktioniert dann natürlich nicht.
Aber sowas wie Zauberblatt sollte schon treffen. Ich sag auch einfach mal, dass das jetzt reicht. Und dann probieren wir einen Hyperball aus. Ah, noch nicht. Noch nicht. Haben wir Gierspins schon gefangen? Ehrlich gesagt, ich weiß es gerade gar nicht. Ich kann mich eigentlich erinnern, dass wir irgendwo schon mal so eine Truhe gehabt haben. So, du musst doch jetzt mal drinnen bleiben. Die Meisterballtechnik funktioniert gerade einfach nicht. Ah, doch. Tut sie doch. Ich nehme alles zurück. Ah doch, hatte ich noch nicht. Sehr schön. Das ist die Truhenform. Es entstand vor etwa 1500 Jahren in einer Schatztruhe. Wenn Diebe versuchen, den Schatz zu stehlen, saugt es ihnen die Lebensenergie aus. Okay, jetzt möchte ich mir doch mal noch den Bericht angucken. Fähigkeit Hasenfuß. Wird das Pokémon von einem Angriff von Typ Unlicht, Geist oder Käfer getroffen oder bedroht, bekommt es Angst und seine Initiative steigt. Aber es schläft auch oft. Naja. Kann man nichts machen. So, da unten ist das Pokémon Center, was wir erreichen wollten. Ist halt gar kein Problem. Wie konnte es sich eigentlich am Anfang des Spiels verletzen, wenn es jetzt irgendwie alles überhaupt kein Problem ist, wenn es so tief fällt? Kann mir das mal jemand erklären? Pokémon-Trainerkämpfe müssen wir machen. Wir müssen definitiv noch gegen Trainer kämpfen. Wir brauchen mehr Erfahrungspunkte. Wir haben zu wenig. Wir haben viel zu wenig Erfahrungspunkte. Das war wieder, ja. Gucken wir uns mal um. Oh, das ist ein Wolverock. Moment. Ich weiß nicht, ob ich schon eins habe. Ja, haben wir schon. Haben wir schon. Konnte ich doch nicht wissen. Aber das haben wir auch, glaube ich, wild gefangen, oder? Das haben wir nicht. Das habe ich mir, glaube ich, nicht entwickelt. Ich glaube, daran könnte ich mich dann doch noch erinnern. Ach, zurückgeschreckt, wirklich. Warum bist du eigentlich so langsam, Fruyal? Bist ein bisschen langsam. Plumps. Besiegt. Sehr gut. Oh, wie viele Pokémon hier sind. Sind hier irgendwo noch Trainer? Da hinten ist noch ein Item. Hier ist... Nee. Ach, das ist dieser... Dieser Wrestling-Vogel. Ist auch lustig. Ja, okay. Der will unbedingt mit, dann nehmen wir ihn auch mit. Kampfflug, ne? Resladero. Müsste Kampfflug sein. Da sind wir jetzt natürlich so erstmal ganz schlecht. Nehmen wir lieber Fiaro. Ein Spoink ist da hinten noch. Das darf niemals aufhören zu hüpfen. Weil das Hüpfen aktiviert überhaupt erst seinen Herzschlag. Und wenn es aufhört zu hüpfen, dann stirbt es. Auch schön. So, schauen wir mal. Ha! Anscheinend ist es nur Kampf. Naja. Upsi. Hier, eigentlich will ich doch hier gerade gar nicht lang. Das Pokémon mit dem Hammer macht mir Angst, deswegen gehe ich da nicht näher ran. Flammenwurf. Ja, das ist eigentlich auch noch gut für Fiaro. Ha, 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 ha. Knapp. Ganz knapp. Ich schinde doch hier gerade schon wieder Zeit. Das ist eigentlich gerade gar nicht das, was ich machen möchte. Eigentlich suche ich Pokémon-Trainer. Aha.
Endlich! Ran! Da hinten noch jemand. Sehr gut, hat sich also doch gelohnt. Östlich von hier befindet sich ein Versteck von Team Star. Ich habe echt Angst vor denen. Ja, die suche ich auch gerade. Lextremo. Ach man, jetzt fangen die hier mit diesem dämlichen Käfer-Pokémon an. Das bringt mir gerade gar nichts. Hier. Fiaro. Fiaro macht das. Fiaro macht das sogar richtig gut. Haben wir nicht eine Attacke, die irgendwie nie... Guck mal hier, Aeroas. Kann sie nicht ausweichen. Aha, kann er also doch ausweichen. Lügner, ey. Einfach komplett gelogen. Oh nein, sind wir bestimmt langsamer. Ja, das auch noch. Aber brennt. Sehr gut. Schön brennen. Mann, ey. Tiefschlag ist voll nervig. Hat er noch ein Pokémon? Das wird ja wohl noch nicht alles gewesen sein jetzt. Fiaro. Okay, okay. Wissen wir doch, was wir machen. Aquana oder Bailonda? Bailonda. Damit müssten wir jetzt ja doch im Vorteil sein. So, komm schon. Und wir setzen Wogentanz ein. Wenn die Rückenwind haben, sind die dann schneller? Steigert das deren Initiative? So, der ist kaputt. So, du noch. Oh, der ist aber schon ein bisschen älteres Semester. Konstantin. Hallo Konstantin. Du startest mit Kommando Tarn. Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Ja, komm, wir versuchen mal so ein bisschen. Gucken mal, was unsere Attacken können. Ja, Blättersturm ist nicht schlecht. Aber da sinkt mein Spezialangriff. Das ist ja Quatsch. Was heißt denn Dimension verdrehen? Und warum setzt ihr die Attacke mehrmals ein? Achso, ist wieder normal. Okay. Volltreffer, finde ich auch sehr gut. Könnten wir jetzt noch eine normalere Attacke nehmen. Komm, nehmen wir hier Tropenkick. Das müsste ja dann reichen. Perfekt. Phenontor. Phenontor ist ein Eis-Pokémon, wenn ich mich nicht irre. Deswegen holen wir da einfach mal Arcani. Wusste ich's doch. Habe ich mich richtig erinnert. Flammenwurf! Fackel, Fackel. So. Und die Level steigen. Sehr gut. Bitte greift mich jetzt nicht an. Ah, geht sogar hoch. Ah, guck mal, wir laufen sogar. Ganz zufällig laufen wir sogar in die richtige Richtung. Ja, sogar noch ein Trainer. Sehr gut.
Oh, sieht ja sogar eigentlich richtig schön aus in diesem Bambuswald. Olitena. Scheint ja ein Pflanzen-Pokémon zu sein. Das schreit nach Arcani, obwohl wir hätten jetzt eigentlich auch... Obwohl Monte Carlo ist ja auch Gestein. Nee, ist schon richtig. Oh! Thick Butt Arcani. Streusaat. Was macht das? Gut. Heilt auch mich. Ja, möchte ich mich nicht beschweren. Nehme ich dann auch gerne an. Ja, ich bin ja auch dankbar. Ah. Das war's. Schade. Noch so ein Lextremo. Ich finde das ja eigentlich ganz lustig, wie die Pokémon so zwischendurch rumlaufen. Luxtra, Sichlor. Schöne Pokémon hier. Doch, doch, doch. Da hinten war auch noch ein Trainer. Habe ich gesehen. Guck mal, man kann rauszoomen und reinzoomen. Ist ja schön. Schreck, lass nach. Also an sich ist das hier recht hübsch. Aber eben dann auch wieder extrem detailarm. Ne? Die hätten hier so viel Gras irgendwie hinpacken können. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Naja, man kann ja nicht alles haben. So. Das sieht wie ein Job für Monte Carlo aus. Wegen der Electricity. Ui. Ja, das ist schon groß. Macht das jetzt irgendwas mit mir? Nee, ne? Versuchen wir erstmal Katapult. Es lädt sich auf. Okay, verfehlt mich erstmal. Dürfte eigentlich auch gar keine Wirkung auf mich haben. Wenn ich mich nicht ganz irre. Mach mal eine Elektroattacke. Ich möchte das sehen. Blitzkanone. Verfehlt mich einfach. Okay, entweder weil er wirklich nicht trifft oder weil es wirklich auch keine, einfach auch keine Wirkung auf mich hat. Ich bin schon froh über mein Monte Carlo. Das hält doch ganz schön was aus. Solange wir nicht gegen Wasser-Pokémon kämpfen. So, Elektrofeld ist verschwunden. Wampitz wurde komplett weggeräuchert. Sehr gut. Beide noch ein Level hoch. Läuft doch. Das läuft doch. Ein bisschen Geld eingesackt. Da hinten wäre noch ein Special-Pokémon. Sondratin. AP Plus. AP Plus ist wirklich nicht schlecht. Oh. Oh ja. Aber auf jeden Fall. Hallöchen. So, welcher Typ ist es? Was haben wir hier? Ich hab's nicht gesehen. Was ist das? Oh. Ein Geist-Letarking. Das ist mal was anderes. Ich glaube, der ist auch ein bisschen stark. Ich bin mal gespannt, was das wird, weil... das könnte jetzt echt noch mal ein bisschen dauern hier. So, was können wir da nehmen? Natürlich Arcani, gar keine Frage. Haben ja Knirscher. Das ist gut. Nicht mal auf den Hintern filmen. Das macht man nicht. Schnarchnase, heißt das, der macht gar nichts?
oder er wartet nur ab. Verteidigung sinkt, das heißt, nochmal angreifen geht halt gar nicht. Gigastoß. Ja. Gigastoß, Gigastoßiert. Jetzt müssen wir gucken. Ich hoffe jetzt einfach auf Bailonda. Achso, stimmt, ich muss den ja besiegen. Wogentanz. Ups. Und dann sollte eigentlich das geknackt sein. Sehr gut. Und dann können wir es auch fangen. Hoffentlich. Hoffentlich. Ich hätte... Ja! Alter, dann noch ein Glückswurf. Sehr gut. Ich freue mich. Aquana lernt eine neue Säurepanzer. Ah, warte mal. Säurepanzer? Nee. Machen wir nicht. Jo, es ist das faulste Pokémon der Welt, doch es kann eine fürchterliche Kraft freisetzen, wenn es die angestaute Energie auf einmal einsetzt. Schauen wir uns noch den Bericht an. Geisttyp dabei zu haben, ist schon cool. Das Pokémon muss nach Einsatz einer Attacke eine Runde lang aussetzen durch Schnarchnase. Das ist kacke. Kann gut Treffer verkraften, ja, das stimmt wohl. Obwohl wir jetzt auch nicht so viel Mühe hatten gerade. Muss ich auch sagen, so, ne, in dem Zusammenhang. Nehmen wir das hier noch mit. Nehmen wir das hier noch mit. Da hinten ist noch ein Item. Da wäre noch ein Red. Noch ein Item, hallo. Naja, okay. Ah. Hier, komm. Heilen. Ist jetzt nämlich auch Ende der Folge. Wir machen hier einen kleinen Schlussstrich und machen dann nächste Woche weiter, wo wir uns dann... Da hinten ist, sehe ich es ja auch schon, die Basis von Team Star. Da freuen wir uns dann richtig drauf. Warte mal. Erstens, hier ist ein fucking Scaraborn. Das holen wir uns in der nächsten Woche noch. Ich möchte noch ganz kurz... Wo ist es? Ist das jetzt wieder oben drüber? Wenn das jetzt wieder oben drüber ist, ja... Nee, weg. Ich kann das jetzt gerade nicht gebrauchen. Ist tatsächlich wieder oben drauf. Ja. Habe ich dich. Dankeschön. So, bis nächste Woche. Ich verabschiede mich. Danke fürs Reinschalten. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr die nächste Folge auch nicht, wo wir uns um diese Basis dort hinten kümmern werden. Ich freue mich richtig drauf. Da ist auch noch ein Trainer, den werden wir am Anfang der Folge, der nächsten Folge auf jeden Fall besiegen. Bis dahin, macht's gut, haut rein, habt eine schöne Woche und tschüss.